Die es ist ja sogar verboten, dass du dich selber isst, ne? Das ist ja die Höhe. Du das ist ja die Höhe. Also, das ist ja die Höhe. Ich darf nicht essen. Hallo? Ja. Gut, heißt, ich werde ganz kurz die Karotte anpflanzen. Und dann gehen wir nochmal zur Zombie-Farm. Weil jetzt sind wir gerade allein auf dem Server. Das heißt, wir werden jetzt hoffentlich sehr viel mehr Zombies töten können. Also, wir haben jetzt erstmal ganz viele Karotten vervielfältigt. Haben somit schon fast das ganze Feld voll mit Karotten. Überraschung. Oh, hallo. So, wo wohnst du jetzt eigentlich? Wie gesagt, ich habe jetzt immer noch die Mine, habe dann da oben das Feld und habe jetzt so ein kleines Verzauberhaus gebaut, was aber noch nicht fertig ist, aber ja, in den Bergen halt. Eine Minute, 37 Sekunden später. So, da vorne siehst du schon, Doppeltür. Wow, ich vielleicht? Muss durchs Wasser. Ja, aber hier kannst du rüberspringen, hier beim Kleinen, oder du gehst da aus rum. Ich bin so schnell. Um hochzukommen musst du eh durchs Wasser, also da musst du dein Pferd eh abstellen. Also hier ist die Mine theoretisch. Und hier irgendwo ist meine Base und die findet keiner, zum Glück. Die Meme von Mimo. Wie hast du gesagt, soll ich so nennen? und hier geht's nach oben. Genau. Epuna, warte auf mich! Der Wasserfall war sogar naturell, ich habe ihn nur um 5 Blöcke erhöht oder so. Also der war irgendwo so ungefähr hier ist der irgendwo entsprungen aus der Wand. Ich habe ihn halt ein paar Blöcke nach oben gesetzt. Ah ja, hier ist es. Genau. Nein. Und du hast mich sogar kurz nach oben geboostet. Ah! Nein! 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 Schlägst du mit dem Schwert? Nein, ich hab einen Bogen geschossen. Ich war 2 unten. So. Kann ich dich erreichen? Steht mir so, what? Oh, lol, Zuckerrohr, nice. Ja, ist meins. Ah, und hier, wow. Was denn? Ja, das Haus sieht noch nicht geil aus, das ist noch nicht fertig. Also, das Haus an sich sieht cool aus, aber ich meine, wo du es gebaut hast... Ja, nee, es war schon der Plan, dass das da fliegt. Es war nur der Plan, dass es doch irgendwie gestützt wird. Naja, also... Ich weiß doch nicht, wie ich es stützen lassen will, aber irgendwie soll es gestützt werden. So sehr... Ja, ich hab gewusst, dass da unten Wasser ist. Ich hab gewusst, dass da unten Wasser ist. Der Dreckige. So ein Dreckiger. Ja, du hast wieder runtergeschlagen eben. Gut, ein paar weniger Blöcke, aber... Ich weiß echt noch nicht, wie ich das irgendwie... Hast du eine Idee, wie ich das zum nicht mehr ganz so unrealistisch aussehen bringe? Naja. Du kannst ja eigentlich... Kann man Leinen an Zäune verbinden? Also Leine an Leine. Also ich hab gute Boah, das Ideen. Ist eine richtig gute Idee. Okay, ich brauche Slimes. Ich bin schon nice. Ja, haben wir irgendwo einen Sumpf? Einfach. Haben wir irgendwo einen Sumpf? Nicht, dass ich ihn gesehen habe bis jetzt. Ich suche jetzt einen Sumpf. Ich hab jetzt alle fertige. Weil du hast weniger Herzen. Ich werde sterben. Scheiß Pferd. Warum? Also eine allgemeine These einfach. Irgendwann werde ich sterben. Nee, ich bin gerade kurz konzentriert, warte.
Einfach so, ja, ich würde sterben irgendwann mal. Hab ich Bock. Ja, mal. Ist ja nun mal so, oder nicht? Ja, ist ja auch so. Einfach so, ja. Einfach so random mal zu sagen, so, ja, irgendwann werde ich sterben. Warum nicht, ne? Nee, also, ich bin gerade in einen Spin-Spawner gefallen. Und der Spinnspawner, und also da war ein Skelett in den Spinnennetzen. Das hat mich einfach bombardiert. Ich bin tot. Dann bist du nicht. Ich hab ein halbes Herz. Siehst du, du bist nicht tot, sag ich doch. Mama! Immer diese Leute, die sagen, sie sind tot oder sind sie nicht mal tot. Tut mir leid. Ja, muss ja auch leid tun. Also, das ist ja schon hart. Boah, ich hab's überlebt, Alter, krass. Auch voll das Schmerz. Oh, oh, oh! Okay. Oh cool, ich kann gerade ins Markt eintauschen. Flame! Nice. Oh nice. Ich hab's Markt. Ich hab mir gerade das Markt ertauscht. Nein! Doch. Oh. Aber ich wohl. Ich hab mir gerade ins Markt ertauscht. Ich kämpfe die 17 Höllen bekämpfe ich, Alter. Und du. Ja, ich hatte jetzt mal rein. Ja, du sagst, ich hätte den nicht gefunden. Was soll denn das? Boah, ich dreh hier komplett am Rad. So. Ey, 17 Kohle für einen Emerald. Cool. Ja komm, nochmal. Ja komm, 2 Emeralds habe ich jetzt. Du wohnst in den Bergen, Junge. Bezahl doch keine Kohle für Emeralds. Doch. Ja, ich habe auch genug Kohle, wenn ich in Bergen lebe. Ja, okay. Oh, ein Kartograf. Ein Kartograf! Was ist ein Kartograf? Der ist neu. Den muss ich einsperren. Kartograf! Moment, erkläre ich dir sofort, welchen ich eingesperrt habe. Kartograf! Bleib muss da. Ja sehr toll sein, wenn du es so durchdrehst. Ja! Moment. Wahrscheinlich kann er eine Karte erstellen, hab ich recht? Kann er. Alter, krass! Bin Hellseher! Aber das Krasse am Kartografen ist, und zwar, es gibt mittlerweile neue Dungeons. Und die sind mega selten. Und beim Kartograf kriegst du eine Karte, wo die Dungeons eingezeichnet sind. Ah. Und das ist mega nice. Die sind schwerer als End und so weiter. Kann man so sagen. Also, das End ist jetzt nicht wirklich schwer. Der Enderdrache wurde ja neu gemacht, wusstest du überhaupt? Echt? Ja, der Enderdrache hat mittlerweile neue Fähigkeiten und so weiter. Der hat Feueratem und sowas. Also der ist mittlerweile schon gar nicht mehr so ohne wie früher. Oh, nice. Der wurde schon geupdatet und so. Ist schon was passiert. Der ist schon jetzt ein geiler Ficker. Der ist schon ein geiler Ficker, ist er. Nein, ich wollte ihn nicht schlagen, Entschuldigung. Ich muss mal mein Haus einrichten, glaube ich. Alter, wie viele fucking Geistliche die hier haben, ey. Scheiß doch da drauf. Ich will nicht überall Rotten Flesh gegen Sparkler eintauschen. So viel hab ich doch nicht. Immer diese Geistlichen, die Rotten Flesh haben wollen. Ja, ist echt so. Warum überhaupt? Wusstest du, dass es ein Forum für Kannibalismus gibt? Voll geil. Ja, da bin ich drin. Ja, nein, bin ich nicht. Ja, ich auch. Achso, verdammt. Ach, bist du der mich immer anschreibt? Ah. Ja, du hast mir eine Frau versprochen, die ich speisen kann. Nee, ohne Scheiß, da werden Videos von Menschen, die sterben, gepostet und die sagen dann am Ende den Usernamen, von dem, der die Bestellung aufgegeben hat. Und dann wird sie angeblich verschickt. Das ist eine Seite aus dem Deep Web. Also ja, Deep Web, hatte ich jetzt schon fast gedacht. Ja, fast, ne? Also, ja, fast so. Hey, ist nur, das ist einfach auf Google, wenn da keine Ministerin einkommt, die sofort. Top Ratings. Ja. Du kriegst ja, viele so schöne Nutzerrezensionen. Ja, funktioniert echt, gut. Echt krass sowas. Aber echt krass. Fände ich irgendwie nice. Na, fände ich cool. Also, würde ich gerne dran teilnehmen. Also. Ja, ich würde auf jeden Fall schon gerne mal so einmal. Du gegessen werden einmal? Nee, ich will nicht gegessen werden, ich will einen snacken, Alter. Stell's mal vor. Alter, einmal ein snacken, ja. So. Einmal mal so ein Stückchen so nebenbei. Einfach mal nebenbei so, ja, ein bisschen was. Nee, ohne Scheiß, würde es dich nicht interessieren, wie Menschenfleisch schmeckt? Nein. Nicht? Oh. Nope. so gar nicht. Okay. Ja, gut. Selbst wenn, dann würde ich. Vorgestellt, ja. Oh, der Kannibalismus, Bruder. Nee, also ich finde sowas eigentlich interessant. Hast du mal Hannibal gesehen? Nee, habe ich nicht. Ich will mal Menschen essen. Okay. Eines Tages, wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich einen Menschen einfach wegsnacken, glaube ich. Einfach so einen wegsnacken? Ja, keine Ahnung, so Apokalypsenzeit oder sowas. Und dann hast du einfach die Möglichkeit, keiner würde den vermissen. Ich glaube, den würde ich wegsnacken einfach. Okay. Ja, aber
Warum musst du den Menschen denn dafür töten? Ganz im Ernst. Ich will nicht dafür töten. Von mir aus kann er auch am Leben bleiben. Ich schneide ihm ein Stück vom Bein ab oder sowas. Ich will das jetzt einfach nur mal, weißt du, er schläft so und ich schneide das Bein ab und snack das einfach weg. So nebenbei. Wie so aber Chips, nebenbei so, ne? So wie Chips, einfach so ein Stückchen abschneiden. Ja. Hey, hallo, sowas ist geil. Boah, ich hab voll die geile Marktlücke gefunden, ne? Ich wollte, Yum Yum hab ich gemacht. Alter, bei mir fährt gerade so ein Zug lang. Zug, egal. Auf jeden Fall, meinst du Yum Yum? Da hab ich mir so gedacht, so, Alter, ich hab voll Bock, da Hühnchenstreifen so was reinzupacken. So, weißt du, so Hühnchenbrust. Hab ich einfach Menschenfleisch reingepackt, mein eigenes Fleisch. Ja, nee, und zwar, warum gibt's eigentlich keine Hühnchenfleisch, also Hühnchenbrust, wie so halt Wurstscheiben in Packung, die du so rausfleddern kannst, weißt du? Und ich erzähl das so meiner Mutter, meine Mutter guckt mich an, Leichenfledderer. Und ich so, okay. Ey, keine Ahnung. Ich würd das schon gerne mal probieren. Du willst so ziemlich viel mal Käse probieren, so. Ja, bisschen Menschenfleisch, ein bisschen ja, also, zerrupftes Hühnchen aus der Packung. Keine Ahnung, findest du sowas gar nicht interessant? Also Menschenfleisch, nein. Also ganz ehrlich, nein. Also ich hätte schon Bock, einfach mal so wegzusnacken. Einfach mal ein wegsnacken, weißt du? Weißt du, ganz ehrlich, also von mir aus kann er auch tot sein schon vorher und dann snack ich den weg. Das wäre noch moralisch vertretbar. Ja, weißt du, moralisch vertretbar, komm jetzt damit. Okay, moralisch vertretbar, ist es denn moralisch vertretbar, dass jemand sein Haustier futtert? Wenn du Kühe hast als Tiere, ja. Sind sie dann deine Nutztiere, dann ist es auf einmal rassistisch gegen die Rasse Kuh. Ja. dann ist es aber nicht okay. Weißt du, aber wenn du dein Tier als liebevollen Gefährten hast, deine Kuh, und die hast du lieb und sowas, dann snackst du die weg, dann geht das ja auch nicht. Ja, das ist aber nur die soziale sondern die Dingsbindung halt. Ja, aber warum? Weißt du, warum bauen wir keine. Warum Menschen? Menschen, die alt werden und sterben, warum werden die eingeäschert oder verbuddelt? Warum werden die nicht verbraucht? Das verstehe ich. Auch fast. Weißt du, und dann machst du so, von mir aus... Es liegt halt an dem ganzen Glaubensgedöns, ne? Ja, scheiß mal auf Glauben, Alter. Ja, ähnlich. So ein richtig saftiges Menschensteak, Alter. Ganz ehrlich, kann mir sonst ein Gott was erzählen, ist einfach geil. Aber stell dir jetzt einfach mal vor... So ein saftiges Menschensteak. Kann mir keiner was erzählen, mal. Das ist schon geil. Ja, wär schon nice, ne? Wär schon nice. Alter. Nee, aber jetzt mal ohne Spaß. Wenn du jetzt, keine Ahnung, so, du hast einen alten Mann oder sowas und der ist tot. Und gut, an dem ist jetzt nicht so viel dran. Aber ich meine, Beinfleisch und sowas ist ja immer noch was wert dann. Und schon, du hackst dann die Beine ab, also ganz so die Arme. Also jetzt so, außerhalb jetzt von moralisch Gedönsen, ne? Ich glaube nicht, dass von einem alten Mann das Fleisch gut schmeckt. Du bist einfach total zäh. Aber ich meine jetzt einfach nur, damit du überhaupt was zu essen hast, würde ich das jetzt auch. Gut, wenn ich sonst sterben würde. Wenn der normal halt gestorben ist. Wenn der an Krankheiten gestorben ist, ist das Fleisch schon verseucht. Vielleicht. Ja. Kannst ja davon ausgehen. Vielleicht. So. Komm mal fahren. Und jetzt, sagen wir mal so, Markenfleisch ist dann irgendwie, wenn so ein Kind oder so ein junger Erwachsener, wie gesagt, wir reden jetzt mal. Wenn da so ein kleines Kind stirbt, ne? Alter, würde ich schon wegsnacken. Wir reden jetzt nicht mal etwas, was moralisch wäre, sondern rein vom praktischen Wert her. Wenn so ein Kind oder sowas oder ein junger Erwachsener stirbt, so ein Kind oder sowas. Oder vom Auto überfahren wird oder was weiß ich. Boah, das wäre geil, Alter, vom Reifen noch runterkratzen. Was gibt's denn zu essen? Gummireifen. Geil! Da ist Gummireifen, da ist noch so ein bisschen Fleisch dran. Nee, aber jetzt ohne Spaß, das wäre doch einfach voll praktisch so. Ich meine, deine Kühe, ne? Zwei Kühe haben Sex. Kommt ein Babykalb raus und zwei Wochen später liegt das beim Griechen auf dem Teller. Weißt du? Ah, ich glaube mehr als zwei Wochen, aber ja. Und dann sagen die Leute auch nichts dagegen. Aber wenn wir. Es gibt Leute, die was dagegen sagen. Also ja, so ist ja nicht. Aber warum sagen die? Also ich bin dafür, dass man Menschenfleisch essen sollte. Dass das legalisiert wird. Also es ist ja so. Es ist ja sogar verboten, dass du dich selber isst, ne? Das ist ja die Höhe. Das ist ja die Höhe. Also. Das ist ja die Höhe. Ich darf nicht essen. Hallo? Ja.
Nee, ohne Spaß. Das ist ja wohl die Höhe. Selbstverstümmelung ist in manchen Ländern verboten. Das bedeutet, du darfst jetzt einfach mal nicht so ein Stück von dir abschneiden und das wegsnacken. Das ist nicht. Das ist. Das ist nicht erlaubt. Das ist die Höhe. Das ist so Frechheit ist das. Ja, das ist eine Frechheit ist das. Ich meine, hallo, das ist doch wohl eine Frechheit. Ich darf kein Stück von mir abschneiden und essen. Ja, hallo, ich finde das wirklich. Das ist wirklich eine Frechheit. Ich finde das wirklich ziemlich scheiße, dass ich. Setz dich dafür doch mal ein. Das ist eine Verschwendung. Das ist eine Verschwendung von mir selbst. Ja, weißt du, Menschen, die Suizid begehen, bestes Beispiel. Manche Menschen sind ja nicht glücklich mit ihrem Leben. Die Spinne war auch gerade nicht glücklich. Die ist mit dem Hinterteil auf mich zugesprungen. ja, was weiß ich, was mit dir los war. Aber, weißt du. Menschen, die Suizid begehen. Jetzt mal dahingestellt wieder mit Moral, okay? Menschen, denen geht's psychisch nicht gut, die wollen nicht mehr auf dem Planeten sein, bringen sich um. Okay, warum das Fleisch verbrennen oder unter die Erde bringen oder sowas und in der Hoffnung, dass Menschenfleischbaum wächst, da könnte man noch einfach Menschen verbrauchen und einfach wegsnacken. Diese Formulierung, aber wegsnacken, weißt du? Einfach so. Einfach mal so. Weißt du, schöne so. Buddha, Köppbulla. Ja, frag mich mal, warum die immer wegsnacken, ne? Ja, ohne Witz. Weil es halt einfach Moral. Also, ich glaube, die Familienangehörigen würden sich so denken, so. Einfach so, boah, Alter, auf der Beerdigung wird der Leichnam verspeist. Es gibt dann Leichenschmaus. Alter. Ey, es gibt keine Beerdigung, es gibt einen Leichenschmaus, weißt du? Beerdigungsessen. Die Leiche wird dann weggesnackt. Ja. Besonders auch von der Familie, das ist einfach eine Ehre. Weißt du, wenn Kinder ihre Mutter essen können und sowas, das ist bei manchen Spinnen und sowas, gehört das schon zum Leben. Die snacken dann ihre Mutter weg. Weißt du, warum nicht auch Kinder? Weißt du, die Menschen leiden eh schon über Bevölkerung. Eine Mutter hat die Chance, ein Kind zur Welt zu bringen und dann snackt das Kind einfach die Mutter weg. Weißt du, da haben wir kein Problem mit Überbevölkerung. Weißt du? Außer jetzt, okay, wir müssen jetzt einberechnen mit Zwillingen und sowas, ne? Dann könnte man sagen, dass der Vater auch weggesnackt wird. Aber wir haben eh mehr Frauen als Männer auf dem Planeten. Das bedeutet, erstmal präferieren wir, dass die Frauen weggesnackt werden. So, jetzt mal dahingestellt mit Sexismus, was die Frauen sich da wieder anstellen. Das ist mir scheißegal. Was die sich wieder anstellen, wenn die weggesnackt werden. Wenn die da aufgegessen werden, wie sie sich da anstellen. Also, ist ja echt. Also, ganz ehrlich, das ist eine Sauerei, dass sie sich da anstellen auch noch. Das ist eine Ehre, dass sie weggesnackt werden. Sie sind ein Teil der neuen Generation. Sie erdigen den Weg für eine neue Generation. Das ist der Hammer, das ist eine Ehre. Das ist der Hammer, ist das. Ich sehe es schon, Alter. In so 2 Wochen gehe ich auf deinen Channel und sehe so Kannibalismus. Ja. Großes Hauptthema. Ist halt aber wirklich gerade, ey. Hallo, ich. Ohne Witz, ich würde das wirklich machen. Zombie-Apokalypse, ne? Ich würde jetzt niemals einen Zombie essen, weil der ist ja vergammelt. Aber wenn, dann würde ich schon. Wenn, dann würde ich schon die Leute nehmen. Wenn so ankommt und mich anbuckt, ey, ich würde ihn wegsnacken. Ganz einfach. Nicht lang schnacken, einfach weg. einfach weg. Alter. Einfach hopp weg. So, easy. Alter, das ist so falsch. Es ist so falsch. Oh Gott, Alter. 20 Minuten später. Ich meine, manche Menschen bewahren ja auch die Asche eines anderen Menschen auf. Jo. Wie moralisch ist das denn, dass du nicht... Ich meine, damit kannst du nichts machen. Die fängt irgendwann Staub, steht in der Ecke, irgendwer schmeißt sie irgendwann weg. So, damit kannst du nichts machen. Weißt du? Aber, und das ist auch ein Leichnam, den du in deine Wohnung stellst als dekorativen Gegenstand, okay? Und, ja. Dann kannst du auch sagen, dass wenn ein Mensch tot ist, du einen Leichenschmaus veranstaltest und den wegsnackst. Weil dann haben alle Menschen davon Nutzen und du kannst auch seine Freunde und so weiter dazu einladen. Ich finde, das ist moralisch sehr viel vertretbarer, als einen Leichnam einzuäschern. Vielleicht wollte der das halt auch noch nicht mal. Das ist aber, das mit dem Einäschern, das muss man aber selbst sagen. Ja, okay, aber, ja, okay, dass du selbst sagen musst, ich habe kein Plan jetzt von Einäscherung zu. Kann gut sein. Aber, okay, trotzdem finde ich das moralisch nicht unbedingt so gut, dass du dir den in die Wohnung stellst. Ja, aber das ist ja zum...
Das ist ja aber zum Gedenken an den. Der Unterschied. Ja, ich schneide mir auch manchmal einen Finger ab und hänge den mir irgendwo an die Wand, so ein Gedenken. Nee, das würdest du ja tun. Irgendwie Sachen abschneiden, um das dann wegzusnacken. Nee, ohne Witz. Also, keine Ahnung. Ich, weißt du, was das Gruseligste von all dem ist? Was? Ich hatte genau so ein Gespräch, glaube ich, schon in der dritten Klasse. Ey, das ist ja so unrealistisch bei COD und so weiter, weißt du? Dass du nicht wegsnacken kannst, nachdem du ihn getötet hast. Ja, du bist Lowlife oder so, was bringst du denn um und warum kannst du den nicht wegsnacken? Bei TDT geht das auch. Da gibt's einen Kannibalismus. Ja, aber Moment, was soll dir denn bringen? Nee. Was snackst da die Leiche weg? Ja, aber was soll dir das bringen, in Modern Warfare oder COD einen wegzusnacken? Ja, der heilt dich oder gibt dir vielleicht auch einen Bagen. Warum soll der dich denn heilen? Das ist doch total unrealistisch. Weil du voll Bagen hast und bist gesättigt. Ey, ich bin gerade Minecraft, du musst das doch wissen. Ja, aber deswegen bist du doch nicht. Deswegen hältst du nicht mehr Kugelschüsse aus, weil du gerade einen vollen Magen hast. Nein! Hey, klar! Moment, also eigentlich würde ich jetzt am Blutverlust sterben, aber ich habe gerade einen vollen Magen, ja dann. Ja, weißt du, dein Magen regeneriert das. Du hast ja einen anderen Menschen in dir. Das bedeutet, deine Regenerationskräfte sind verdoppelt. Mega realistisch. Das ist voll realistisch. Vor allem, als ob du so einen ganzen Menschen da reinkriegst in deinen Magen. Okay, Mann, hier stehen so voll viele komische Wörter. Und dann ist... um herauszufinden, ob es... Das sind so viele Wörter. Ja, die verstehe ich alle nicht. Hä? Es gibt sogar ein sehr schönes Rätsel davon. Also nicht Rätsel, sondern so eine Geschichte. Du bist im Restaurant, ein Mann setzt sich zu dir. Ja. Weil da ist kein Platz oder so. Und was weiß ich, der setzt sich halt einfach zu dir. Nein. Du bestellst dir ein Steak und der Mann sagt, was rechtfertigt ist, dass sie dieses Fleisch essen. Und der Mann hat drüber nachgedacht. Hat gedacht, ja, weil es lecker ist, aber das rechtfertigt es ja jetzt auch nicht wirklich. Und dann hat er auch drüber nachgedacht, so Jäger und Sammler oder weil ich das Fleisch essen muss, aber ich muss das Fleisch ja auch nicht essen. Und dann hat er in der Nacht davon geträumt, dass Aliens auf die Erde kommen, sie die Menschen gefangen nehmen, sich miteinander paaren lassen und dann ihre Kinder essen. So geil. Und dann haben sie halt geweint und gefragt, so warum tut ihr das? Einfach, weil ihr lecker seid. Und das? Diese Aliens hatten's drauf, Alter. Die haben verstanden, worum es im Leben geht. Viele Tierschützer und sowas setzen sich halt für Tiere ein. Aber hast du mal gesehen, was manche Tiere tun? Es gibt Delfine zum Beispiel, entführen Robbenbabys und ficken die tot. Geil. Aus Spaß. Aus Spaß! Aus Spaß, Junge! Nee, ohne Spaß jetzt. Also mit Spaß. Aber was ich... Also ohne Spaß, also mit Spaß. Die trennen das Robbenbaby und ficken es tot. Voll geil. Ja. Mach ich auch immer. Also, ne, für die. Und warum machen das die Tiere? Und verschwenden es damit? Warum? Aber die Delfine sollen ja auch die mitintelligentesten Tiere und sowas sein. Warum tun sowas meistens die intelligenten Tiere? Warum vergewaltigen manche Menschen andere Menschen? Warum fängt sowas an, sobald du intelligent wirst, mit den Vergewaltigungen? Denn wirklich groß viel andere Vergewaltigungssachen gibt es nicht in der Natur. Nur von sehr intelligenten Wesen. Wie weit gehst du also? Was ist
Boah, jetzt können wir nochmal über Moral reden, ne? Moral vertretbar und weiterentwickelte Menschen, hochintelligente Menschen, Vergewaltigung und so weiter. Aber nein, daran gehe ich jetzt nicht. Weil ich eh gleich weg bin und ich auch gleich beende, aber ja. Stimmt, du musst eh. Boah, du musst schon 20 Minuten weg. Was ja! Du? Geh. Moment, ja, ich werde noch ganz kurz das Item in tun, da gehe ich auch. Oh Gott, okay, dann bin ich auch raus. Ja. Eigentlich bin ich ja schon die ganze Zeit raus. Ich bin schon weg, du siehst es, du merkst es nur nicht. Ja, bei Minecraft bin ich ja schon raus. Ich weiß ja nur, dass du eigentlich sagst. Gut, okay. Leute, dann würde ich sagen, das war's mit der Folge. Wenn es gefallen hat, lasst uns da. Das war jetzt ein sehr interessantes Gesprächsthema. Hey, snackt eure Brüder weg, wenn ihr welche habt. Alter. Ey, bis zur nächsten Folge. Tschüss.